Mein Name ist Eva Ballauf-Kollnick. Ich bin Wirtschaftspädagogin und Theologin und gebürtige Münchnerin. Gemeinsam mit meinem Mann Raimund Kollnick kam uns die Projektidee Regio Table. Mein Mann hat auf dem Hof seiner Eltern in Geimberg einen Hühnerbetrieb aufgebaut und ist damit Partner beim Osttiroler Hochbergei. Er vermarktet seine Eier direkt über den Regiomarten in Geimberg und an die Hotellerie und Gastronomie. Mit unserem Projekt Regio Table wollen wir die Tische der Gastronomie und der Hotellerie regional decken. Regio Table ist also ein digitaler Marktplatz, gestaltet als App, der Landwirte und Gastwirte zusammenbringt. Was sind die Vorteile für die Landwirte? Die Landwirte sollen befähigt sein, ihre Produkte direkt zu vermarkten und dabei faire Preise zu erzielen. Außerdem sollen sie die Bestellungen auf einen Blick verwalten können und sich Zeit sparen können, dadurch, dass Lieferscheine und Rechnungen automatisch erstellt werden. Die Vorteile für die Gastwirte sollen sein, dass sie den Zugang zu den regionalen Produkten erhalten und Bestellungen einfach digital abschicken können und auf einen Blick verwalten können. Und schließlich hat der Endverbraucher auf einer zweiten Nutzeroberfläche der App die Möglichkeit, Regio Table Betriebe zu finden. Das heißt, ein Münchner, der vorhat, in Osttirol Urlaub zu machen, kann nach Hotels in Osttirol suchen, die ihre Produkte aus der Region beziehen. Für welche Werte steht Regio Table? Regio Table steht für Qualität der Produkte, für Wertschätzung der Lebensmittel aus der Region. Außerdem für die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region, denn durch regionale Erzeugnisse bleibt doppelt so viel Geld in den Gemeinden, wie wenn es anderswo verkauft wird. Und schließlich natürlich für Nachhaltigkeit. Wir wollen die kleinbäuerlichen Betriebe damit fördern, regionale Produkte und nachhaltige Lieferketten schaffen. Und unsere Vision ist es, durch die regionale Nachhaltigkeit einen kleinen Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit zu leisten.